Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Resident Evil 3 Remake. Ja, wir haben mit Carlos unseren, ja, eigentlich schon zweiten Speicherraum hier gefunden. Und wir müssten jetzt eigentlich mal schauen, was es denn alles noch oben oberhalb der Stufen, der Treppen gibt. Ich schau mal eben, was haben wir denn an Munition eigentlich? Ja, ich denke mal, dass ich mit dem Sturmgewehr weiterarbeiten werde. Zumindest bis ich dann irgendwelche Zombies sehe, die einzeln rumlaufen. Wird wohl das Beste sein. Habe ich jetzt noch irgendwas Überflüssiges dabei? Nein. Gut. Ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss. Was heißt Schiss? Ein bisschen Bedenken, weil ich ja weiß, dass im Resident Evil 2 auch hier, ich glaube, ein oder zwei Licker unterwegs waren. Ah, ich denke mal, von links kommt keiner durch, oder? Carlos, das Staatsbüro ist geradeaus. Verstanden. Okay, wir schauen erstmal hier. Ach so, das ist gar kein Spind. Verdammt nochmal. Was soll die Blockade? Ja, das ist nicht schlimm. Ich habe nur gedacht, da ist vielleicht Munition oder so. Hier ist kein Zombie. Da sehe ich jetzt zumindest auch erstmal keinen. Nachricht an einen Freund. Hector, wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf, bitte. Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an die Tür anbringen, aber wir haben keine Batterie. Ah, wir müssen eine Batterie suchen für den Zünder. Ich glaube, ich habe letzte Woche eine zum Schließfächerraum geschickt. Ja, da kommen wir ja noch nicht rein. Wir brauchen diese Batterie, wenn wir durch die Wand wollen. Also bin ich nach oben, dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfächerraumschlüssel hast. Ah, dann müssten wir theoretisch den Schlüssel 1 über uns bekommen und können dann unten den Schließfächerraum, böses Wort, öffnen. Das ist sehr gut. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Ja, hätten wir die Warnung auch mit der Jill damals gehabt. Im zweiten Teil. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du selbst so schnell wie möglich herauskommst. Dein Kumpel Wes. PS, mach dir keine Gedanken wegen der 600 Dollar, die ich dir geliehen habe. Betrachte sie als Geschenk an. Viel Glück, Kumpel. Ja. Was anderes, glaube ich, kann man auch nicht mehr. Jetzt weiß ich wohl nicht. Rechts ist das Schloss. Dann denke ich mal, links war der Zombie drin. Ich bin am Überlegen. Also wenn unten das die gleiche Kombination drin ist, dann müsste hier doch eigentlich die alte Cap-Kombination rein, oder? Es gab ja zwei Kombinationen. Ah, perfekt. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, da ist jetzt nicht der Zombie drin. Ich weiß nicht mehr. Ich meine, da wäre der links drin gewesen. Oh, ein Kraut haben wir auch noch. Haben wir noch was Platz? Ja. Aber wir müssen hier noch was machen oder finden oder. Gerade sagen, wenn wir da jetzt vorbeigehen, kommt da ein Zombie da rausgeschossen. Ach so, oder Elektrogerät. Ach, das ist wahrscheinlich nur deswegen. Das müssen wir dann, denke ich, mal abnehmen und die Batterie reintun. Das war im Original, glaube ich, auch so. Okay. Dann gucken wir mal, wo der Schlüssel ist. Dreckskerl. Ja. Nein! Oh. Boah. Arschloch. Okay. Habe ich jetzt nicht gewusst, dass der jetzt so auf gehen würde. Also aufstehen würde, nicht aufgehen würde. Hier ist noch mal einer. Wenn ich den jetzt. Ah, da ist der Schlüssel. Okay, perfekt. Also ich denke, dass das der Schlüssel ist.
Kommt da hinten was durchgebrochen? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, die Kombination war Cap und CDM. Kann das sein? CDM. Dann vielleicht DCM. Oh Gott, das ist schon so lange her. Ah, perfekt. So lange her und trotzdem weiß man noch so einigermaßen die Kombinationen, die man immer wieder gemacht hat. Es ist schon irgendwo schlimm, aber irgendwie auch cool. Habe ich die jetzt aufgenommen? Doch, ich glaube ja, oder? Ich kann sie zumindest nicht mehr sehen. Okay, dann schauen wir doch mal. Okay. Na gut, vielleicht später. Wer weiß, wer weiß. Oh, ich dachte gerade schon. Kann man da eigentlich drauf schießen? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Weil da waren gerade so die Funken so komisch am Sprühen. Haben wir irgendwas? Ja, das Kraut würde... Achso, und die Blendgranaten würde ich wegtun. Ich bin hier jetzt ein bisschen vorsichtiger, muss ich gestehen, weil ich nicht weiß, wann und ob jetzt hier in dem Teil der Licker kommt. Also da bin ich so ein bisschen, ja, ein bisschen extrem vorsichtig. So, die Blendgranaten können wir erstmal wegtun. Können wir die nicht noch kombinieren hier? Doch, meine ich doch. Die Frage ist jetzt nur, wir haben jetzt 200 und 100. Da könnten wir eigentlich ein Päckchen wegtun, behaupte ich mal. Dass wir die mitnehmen. Es sei denn natürlich, dass wir wirklich auf den Licker treffen. Dann haben wir, glaube ich, ein großes Problem. Okay, also das Kraut... Ach so, halt. Ah, ich sehe gerade was. Wir haben ja noch ein gelbes Kraut. Dann kombinieren wir die mal und dann tun wir das mal zusammen weg. So, das ist der Schlüssel. Kann man den eigentlich... Achso, nee, das muss ich dann so machen, ne? Kann man den eigentlich untersuchen, dass da wirklich steht... Ja, Schließfächerraumschlüssel. Okay, gut. Ich würde sagen, ich speichere jetzt aber trotzdem mal eben kurz. Ich habe zwar jetzt nicht viel gemacht, gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber... Das ist jetzt ziemlich gut gelaufen. Jetzt muss ich mal schauen. Da ist der Schließfächerraum. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es war damals so, dass wenn man zurückging, entweder die Zombies neu aufgestanden sind oder wie auch immer, oder der Licker, der ja hier unten war, rausgekommen ist. Ja, das ist schon gut, dass ich gespeichert habe. Achso, sind die auch alle voll aufgeladen? 18, 32... Ja, ist aufgeladen. Okay. Ich weiß auch nicht. Ja, so bin ich langsamer, ne? Wahrscheinlich kommt jetzt sowieso nichts, aber... Also die Zombies liegen auf jeden Fall noch hier. Oh. Hallo! Oh, ich bin aber noch gesund. Also ich bin doch sehr robust. Oh, scheiße. Wie viel hält der bitte aus? Ich muss nochmal eben aufladen. Kann ich nicht aufladen? Oh, fuck. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Nein, nein, nein. Nicht nachladen, schießen! Oh, scheiße. Ja, jetzt bin ich gelb. Toll. Hätte ich jetzt doch mal lieber das Kraut. Ich wusste, ich musste hier speichern. Ich wusste es. Ich hoffe, der schläft wirklich gut. Der ist noch so komisch am Zucken. Aber der war doch ziemlich robust. Den ersten Schlag hat er ziemlich gut ausgehalten. Habe ich gerade Zombie gehört?
Brauchst gar nicht so rumstöhnen, du sollst es nur öffnen. So, mal eben gucken. Es ging nach links weg und nach geradeaus. Ich wollte gerade sagen, aber ich höre doch was. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch einer. Anscheinend nicht. Okay, puh. Erstmal den Raum sicher, mal eben gucken, ob hier noch irgendwo ein Zombie ist oder so. Scheint keiner zu sein. Okay, gut. Hier können wir direkt schon mal was öffnen. Ne, hier können wir noch nichts öffnen. Ich habe mich schon gewundert. So, das ist alles geschlossen. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Moment. Das ist die 104. Ah, da war, glaube ich, die Batterie drin. 106 und 109. 104, 106 und 109. 104. Ja, mach hinne. 106. Ich meine, wir konnten die alle nacheinander aufmachen. Ich hoffe, dass jetzt nicht die anderen jetzt wieder zu sind, wenn ich die jetzt aufmache. Und 109. So, wie es aussieht, müssen wir erstmal noch keine Taste holen. So. Okay, die sind auch noch offen. Sehr gut. Wie viel Platz habe ich noch? Drei habe ich noch frei. Okay. Meins, genau. Sturmgewehrmunition. Perfekt. Und eine Handgranate. Okay. Hier hinten ist nichts mehr. Das wird. Oh, ein Kraut. Ein Kraut. Das nehmen wir doch direkt mal. Und sind immer noch gelb. So eine Scheiße. Okay. Ich glaube, ich will auch gar nicht wissen, was sich hier so komisch anhört. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Nö, dann ist der Raum. Ja, ist durch. Das heißt, so, wir haben jetzt für oben die Batterie. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt hier nochmal so ein Licker kommt, weil dann bin ich im Arsch. Ich gehe trotzdem mal vorsichtig. Ach, okay. Ich dachte eigentlich, hier kommt ein Licker runtergesprungen. Aber okay. Kann auch sein, wenn ich weiter nach oben gehe oder so. Also ich habe irgendwie im Kopf, dass da noch ein Licker runtergesprungen kommt. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt alles ein bisschen fälschlich war und das gar kein Licker gewesen ist. So, genau. Die Granate wollte ich noch eben wegtun. Ja, ein bisschen blöd ist natürlich, dass wir jetzt kein einzelnes Kraut haben. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt unterwegs noch was bekommen. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Den Schlüssel brauchen wir auch nicht mehr. Den verstaue ich mal. Ja, ich weiß nicht. Das ist so eine Angewohnheit, das immer zu verstauen. Die Batterie brauchen wir gleich für oben. Okay. Ja, die große Frage ist halt, kriege ich noch ein Kraut oder kriege ich keins? Weil ich habe nämlich im Gefühl, dass noch irgendwo ein zweiter Licker auf uns wartet. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich meine, der kommt irgendwo nach dem Durchbruch, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Also zumindest war es jetzt in Resident Evil 2 so. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann hier auch so ist. Ich speichere lieber vorsichtshalber doch nochmal ab.